Hallihallo, ihr Lieben, hier ist die Abby. Ja, es gibt etwas Neues und zwar, ich habe meiner Tochter das Töpter überlassen und es ist passiert, sie hat mir ein Pferd gekauft. Ja, und dann hat sie auch noch neue Haare gekauft und jetzt habe ich schon wieder ein neues Pferd im Stall. Ich glaub's nicht. Ja, jedenfalls, welches Pferd das ist, das werden wir gleich sehen. So, okay, ihr Lieben, da bin ich auch schon wieder. Ja, ihr seht mich nicht. Ich habe mich gerade hier versteckt. Ja, ich zeige euch jetzt mal, was meine Tochter angestellt hat. Tada! Oh Mann. Ich sehe so anders aus. Das ist definitiv nicht meine Abigail. Und ja, das passiert, wenn man sein Kind von knapp 8 Jahren auf sein Account lässt und sagt, ja, du kannst dich reinloggen, du kannst damit spielen. Ja, ups, sowas ist dann, ja, leider entstanden. Und ich komme so, ja, fremd vor. Wer ist diese Person? Ja, jedenfalls hat sie dieses Pferd hier gekauft, dieses Assateague. Assateague heißt das, glaube ich, Assateague Pony und heißt Baby Flower. Das ist auf jeden Fall sehr süß ausgesucht von ihr. Und ich bin ja generell so der Pony-Fan und so. Ich mag zwar die Connemara-Ponys lieber, aber ich finde, das sieht auch sehr süß aus. Ja, sie hat gesagt, sie findet das Pony sehr, sehr süß und möchte das ja, kaufen. Also, oder ja, hat es dann halt gekauft. Genau, sagen wir es mal so. Ja, jetzt schauen wir uns mal an, was hier los ist. Und zwar, jetzt hat sie mir hier auch noch eine andere Frisur verpasst. Wie ihr seht, aber die werde ich nicht lassen, die Haare. Sieht zwar sehr schön aus, die Frisur, klar. Aber das ist halt nicht Abigail. Ich glaube, die gibt es auch noch in Rot. In Rot würde natürlich etwas besser passen, mein Schatz. Ja, aber naja, gut, okay. Ja, ich weiß nicht. Ach Mensch, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist so anders. Ja, jedenfalls, wie gesagt, also das Pony, also ich habe ja schon so ein Assateague-Pony. Ich finde die ziemlich niedlich, aber es ist jetzt nicht so. Also sind jetzt nicht so meine Favoriten an Ponys. Wie gesagt, ich mag die Connemara Ponys lieber, aber es hat sie trotzdem super ausgesucht. Gefällt mir trotzdem hier. Vor allem hier das hier vorne, diese kleine schmale, ja, ich weiß nicht, ob das. Nee, das ist keine Blässe, ein Strich, glaube ich. Sieht auf jeden Fall sehr süß aus. Und auch hier diese. Oh, diese Bandagen hier, die passen ganz gut zusammen. Okay, das Outfit hat sie so gelassen. Also, ich habe das auch so behalten jetzt im Moment. Finde ich auch hübsch. Also, ist halt neutral. Aber ich finde trotzdem auch, das mit diesen Haaren, das passt eigentlich auch ganz gut zusammen. Also es ist stimmig. Das muss man ihr lassen. Hat sie super zusammengestellt. Passt auf jeden Fall farblich. Ja, es ist harmonisch. Ja, sagen wir es mal so. Es ist stimmig. Also da beißt sich nicht oder so. Genau. Ja, jetzt würde ich gerne noch mal schnell die Gangarten noch mal anschauen, weil ich glaube, das Pony ist irgendwie verbuggt. Also meine Tochter, die hat das schon auf Level 3 hier gelevelt, das Pony, und hat gesagt, dass das beim Springen irgendwie nicht richtig springt oder stehen bleibt. So ganz komisch irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Wir schauen gleich mal. Also wir schauen uns erstmal hier den Schritt an. Das hat ja die Animation von dem Jorvikschen Start. Ja, von dem Jorvikschen Startpony, genau. Und ja, da sieht das halt dann so ein bisschen ähnlich aus. So, machen wir mal den Trab. Ja, das ist auf jeden Fall, das sieht man auch bei dem Trab, dass der Kopf immer so hin und her, so relaxed hin und her wackelt, so, ja. Ja, ihr wisst schon, was ich meine, glaube ich. Ja, ihr seht es ja. Genau, so, okay, reiten wir mal hier zurück und machen mal den Arbeitsgalopp.
Ja, wie gesagt, es ist schade, dass das halt die Animation von dem ja, Jovikschen Startpony ist. Das finde ich sehr schade. Es ist halt einfach nur ein anderes Pony mit anderen Namen. Sieht ein bisschen anders aus. Andere Farben und so. Aber am Ende ist es fast dasselbe Pferd wie das Jovikschen Startpony, finde ich. Außer halt die Animation natürlich, die ist anders. Ne? Wenn es sich jetzt nicht fortbewegt. Ja. Aber na gut, es ist trotzdem sehr süß, klar. Und hier bewegt sich auch schön die Mähne vorne. Genau. So, okay, dann machen wir mal. Nee, wartet mal jetzt mal. Ich glaube, war das jetzt schon der mittlere Galopp? Ich weiß es jetzt nicht. Okay, wartet. So, Arbeitsgalopp. Und genau, den wollte ich. Das sieht so ein bisschen irgendwie. Das habe ich auch das Problem bei dem Jovikschen Startpony, dass das einfach so sich nicht richtig bewegt, sondern einfach nur. Wisst ihr, wie das wirkt wie beim Karussell oder so, dass das sich einfach nur gerade fortbewegt, ohne dass sich das groß bewegt. Das bewegen sich einfach nur die Beine so. Sieht so, weiß ich nicht, das sieht so unnatürlich aus irgendwie. Ja, das finde ich ein bisschen komisch. Okay, wir machen mal. Ups, oh, das wollte ich natürlich nicht. Wartet, so jetzt. Machen wir mal das Rennen. Bei dem Rennen geht das schon wieder. Da bewegt sich das alles irgendwie. Ja, genau. Ja, ihr seht's ja. So, machen wir mal den Sprung. Probieren wir das mal. Nee, also hier ist jetzt. Nee, also hier ist jetzt nichts verbuggt. Aber meine Tochter, die hat gestern ein Rennen gemacht auf der Starshine Ranch. Und da schien das wohl irgendwie verbuggt gewesen zu sein. Tja. Komisch. Also hier wirkt eigentlich alles. Ich kann ja noch mal so rum. Nö, ist eigentlich alles normal, so wie es sein soll. Okay, machen wir mal den Sliding Stop. Ich weiß nicht, ob das auch die Animation vom Startpony ist, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen anders, oder? Jeep. Oder auch nicht. Ach, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay, machen wir mal noch das Steigen. Ja, das Steigen finde ich relativ süß. Das geht, ich mag das, wenn das so ein kurzes Steigen ist, also wenn das hochgeht und direkt wieder runtergeht, das finde ich immer ganz süß. Es sei denn, das hat noch eine spezielle Animation, wie bei dem Quarter Horse, dass es dann halt die Vorderbeine noch so, ja, dann noch so, ja, so ausschlägt, so wisst ihr. Also ja, wie beim Quarter halt. Das finde ich halt immer ganz cool. Genau. Okay, das gefällt mir auf jeden Fall ganz gut, das Pferd. Oder beziehungsweise das Pony, ja. Schaut mal, hier haben wir auch das Anfangs Start. So, das Startpony. Ja, die haben schon irgendwie so ein bisschen Ähnlichkeit, finde ich. Ja. Das ist ein bisschen dicker, würde ich sagen. Aber so ist es halt fast gleich, ne? Und von der Größe her ist es auch fast gleich, wie es aussieht, oder? Ich denke schon. Ja. So, okay, ich würde sagen, wir schauen uns noch mal kurz die. Ach nee, den Rückwärtsgang haben wir eher vergessen. So sieht das aus. Ja, schaut auch nicht so zurück, so sehr. Also, ich glaube, so müsste das dann eigentlich richtig sein. Bleib stehen. So, okay, ich würde sagen, wir schauen uns noch mal schnell die Frisuren an. Und dann würde ich mal bei der Starshine Ranch mal gucken, ob das da immer noch verbuggt ist oder nicht. Ja, aber erstmal schauen wir uns die Frisuren an. So, okay. Also, wir sind jetzt hier bei den Frisuren und da schauen wir mal. Okay, das sind. Ja, wisst ihr, was ich ein bisschen schade finde? Dass es immer die gleichen Mähnen sind. Ach, das sieht doof aus. Sorry, wer das so hat. Aber ich finde das irgendwie. Das sieht irgendwie ko komisch aus. Ich finde, das passt nicht zu einem Pony. Also, ich finde solche Zöpfchen irgendwie unpassend beim Pony. Ja. Aber das ist halt auch Geschmackssache. Ist das eigentlich normal, dass das hier so abgeschnitten ist? Oder ist das jetzt verbuggt? Das sieht irgendwie komisch aus. Das sieht komisch aus. Ja. So, jedenfalls, das hier sind halt, naja, sind halt eben die Standard. Okay, das hier geht eigentlich, glaube ich. Aber hier gibt es gar nichts weiter zu sagen. Schade. Ja, ich finde es immer schön, wenn die Pferde wirklich alle irgendwie so spezielle Mähnen noch hätten und das nicht immer diese, naja, nicht immer diese Standard, ja, wisst ihr, nicht immer diese Standardmähnen halt hier sind, ja. Weil das sind ja immer die gleichen. Also ich würde sagen, ich lasse diese Mähne so. Und mir ist übrigens auch gerade beim Reiten aufgefallen, das sieht man das natürlich nicht, dass der Schweif hier hinten irgendwie cool gemacht ist. Das ist hier so,
Ich weiß nicht, ob das verfitzt ist oder was das sein soll, aber das ist hier so, ja, ihr seht es ja so, weiß ich nicht, so verknotet irgendwie. Keine Ahnung, wir können ja hier nochmal schauen. Hier, das sieht irgendwie lustig aus. Ja, ich weiß auch nicht, was sich das hier dabei gedacht hat, was das sein soll. Also geflochten ist das jedenfalls nicht. Naja, egal. Ich weiß gar nicht, ob das andere Pony das auch so hat oder ist das jetzt nur bei ihm so? Also das möchte ich gleich mal probieren. Okay, wir sehen uns gleich auf der Starshine Ranch, weil ich mal gucken möchte, ob das verpackt ist. So, okay, ihr Lieben, ich habe jetzt mal ja hier das Heuballen-Rennen hieß das, glaube ich, gemacht. Nee. Nö, also hier ist jetzt, also hier ist jetzt nichts. Nö, scheint alles ganz normal zu sein. Huch, oh, ich hasse das. Das, seht ihr das? Ich hasse das, dass sich das immer so extrem zur Seite dreht. Ich breche das mal ab. Ich wollte es eigentlich bloß mal kurz ausprobieren. Obwohl, wartet mal. Oh, mein Hund macht was. Nee, also ich glaube nicht, dass das so. Komisch. Naja, egal. So, jetzt gehen wir noch mal kurz in meinen Heimatstall und schauen mal, ob das andere Asiatic-Pony, was ich schon habe, auch so einen komischen Schweif hier hinten hat. So, okay, wir sind jetzt hier bei mir im Stall und jetzt schauen wir mal. Ja, hier ist das andere. Ups, das andere Asiatic-Pony und jetzt schauen wir mal, ob das da auch so ein. Nö, tatsächlich nicht. Schaut mal, hier ist nicht dieser komische Schweif. Ach so, das hat auch, glaube ich. Hä, hat das jetzt eine andere Mähne? Okay, ich glaube, das hat eine andere Mähne. Gut, da, ich würde sagen, dann gehen wir mit dem Pferd nochmal kurz, weil ich glaube, das hat eine andere Mähne, oder? Täusche ich mich da jetzt? Wartet mal, das lässt mir jetzt irgendwie keine Ruhe. Klar, man hätte jetzt eigentlich auch die ganzen Asiatic-Ponys anschauen können, die es schon gibt, aber. Nee, das ist ja auch eine andere Mähne. Ich möchte mal wissen, ob das auch so aussieht bei den anderen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mit dem nochmal kurz zum Pferdefriseur. Und ja, das lässt mir. Ich möchte jetzt die Antwort, ob das da auch so aussieht. So, okay. Sehen wir uns gleich beim Pferdefriseur. So, okay, ja, wir sind jetzt hier beim Pferdefriseur. Und ich würde sagen, ich kaufe mal hier diese. So, diese Standardmähne, weil irgendwie gefällt mir die doch am besten. Und schauen wir mal. Okay, da ist das auch so. Also hier ist das genauso gemacht. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass das hier so ist. Aber irgendwie, ja, sieht komisch aus, hat aber was. Also, ja, ich weiß auch nicht. Ist halt einfach verfitzt oder so. Ja. Ja, wie gesagt, das habe ich ja schon hier und das sieht eigentlich auch ganz in Ordnung aus, ja. Aber wie gesagt, die Asiatic-Ponys sind halt irgendwie. Ja, es sind halt nicht meine Ponys, die ich jetzt unbedingt ja, kaufen wollen würde. Aber ja, ich habe es ja jetzt schon erklärt. Ja, die Connemara-Ponys, die mag ich definitiv etwas lieber. Ach, die haben, glaube ich, auch im Schweif so eine, ja, auch irgendwie so ein Fitzel da hinten dran. Ja. So, okay, wir gehen nochmal kurz hier in den Stall, weil ich noch was vergessen habe. Ups. So, alles klar. Also das Pferd hat ja hier solche so blaue Augen. Das seht ihr ja hier türkis. Und das, was meine Tochter mir jetzt gekauft hat, da wollte ich mal schauen. Okay, nee, das hatte solche braunen Augen. Okay, das wollte ich nämlich nur noch mal schauen, wie die aussahen. So, genau. So, ich würde sagen, okay, das war's. Also ja, ich denke, ich glaube, das war es jetzt an der Stelle. Ja, ich hoffe, ihr seid mit dem Ergebnis auch zufrieden. Also, wie gesagt, die Haare, die werde ich nicht so lassen. Aber ja, so zwischendurch, wenn ich mal so einfach spiele, werde ich die mal nehmen. Die wären vielleicht was für Eline oder so. Aber ich möchte schon meine roten Haare behalten, ja. So, okay, ihr Lieben, das war's an der Stelle. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ja, bis bald, ihr Lieben.